So, starten wir. Letzter Part für heute wird nicht allzu lange dauern. Eisenblei ist ein kleines Kapitel. Sollten aber trotzdem können, vor allem Eisensubstitution bzw. die mikrozytäre Anämie. Haben einen Haufen Leute, die haben mikrozytäre Anämien, vor allem Frauen, weil sie Eisenmangelanämien haben. Also sollte man zumindest grob wissen, wie man das behandelt und was man denn, eigentlich sollte man es genau wissen, wie man es behandelt und wie man den Patienten aufklärt, die Patientin meistens. Gut. Bisschen Physiologie am Anfang. Eisen, wofür brauchen wir Eisen im Körper? Eisen ist in Hämmolekülen drinnen. Falls wir erinnern uns, wir haben ja Hämoglobin im Körper, das Sauerstoff binden kann. Da haben wir pro Hämoglobin haben wir 4 Hämoleküle und im Hämolekül ist Eisen und Eisen bindet uns das Sauerstoff. Myoglobin im Muskel haben wir auch Eisen drinnen, okay? Oder auch unsere Zytochromenzyme laufen ja auch mit Eisen. Also Eisen ist mal wichtig für gewisse Enzyme beziehungsweise für die Sauerstoffsättigung. Die Sauerstoffbinde, die Sauerstofftransport und für die Erythrozyten. Wie ist es jetzt? Der Körper kann 2 Arten von Eisen resorbieren. Er kann entweder Hemeisen befindet sich in tierischen Nahrungsmitteln, Fleisch zum Beispiel, Muskelfleisch, habe ich hier Myoglobin drin, da ist Hem drinnen. Hemeisen resorbieren. Der Transporter ist nicht ganz klar. Es gibt anscheinend einen Hemtransporter, der es aufnehmen lässt. Auch Folsäure-Transporter können Hem transportieren, aber ob dieser Folsäure-Transporter der wirkliche Hemtransporter ist, weiß man nicht. Okay? Auf jeden Fall, Hemeisen kann super resorbiert werden. Tierisches Eisen, also Eisen aus tierischen Nahrungsmitteln, kann super resorbiert werden. Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln wird sehr schwer resorbiert, weil es bildet dann oft irgendwelche Komplexe. Phytate zum Beispiel. Phytate binden das Eisen, okay? Also wenn man Vegetarier haben ein höheres Risiko, eine Eisenmangelanämie zu haben. Veganer vor allem wenn sie vegan sind. Und wenn man dann noch ein Mädel ist und menstruiert, hat man ein sehr hohes Risiko, okay? Verliert Eisen durch die Menstruation, nimmt zu wenig auf, weil das pflanzlich gebundene Eisen sehr schwer resorbiert werden kann. Gut. Also Hemeisen geht durch die Zellmembran, durch irgendeinen Transporter, den wir nicht kennen, wird dann durch die Hemoxygenase eben freigesetzt, das Eisen. Und das Eisen wird entweder in der Mukosazelle an Ferritin gebunden gespeichert oder wird als zweiwertiges Eisen durch Ferroportin hinausgepumpt. Okay? Und dann das zweiwertige Eisen wird durch Hepästin oder Cyrilloplasmin, heißt das Enzym, wird das zweiwertige Eisen zum dreiwertigen Eisen und an den Transferinrezeptor gebunden. Und dann schwirrt der Transferinrezeptor durchs Blut und eine Zelle, die Eisen benötigt, hat dran das Transferin. Molekül schwirrt durchs Blut und irgendwo ist eine Zelle, die sagt, ich brauche Eisen, haut den Transferinrezeptor raus und bindet das und endozytiert sich somit das Eisen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, Eisen quasi in seiner zweiwertigen Form zu resorbieren. Also Eisen in der Nahrung kann als Hem vorkommen oder es kommt vor als Eisen. Da ist es aber wichtig, dass dreiwertiges Eisen kann nicht aufgenommen werden, sondern es muss zuerst durchs duodenale Cytochrom B oder durch die Ferrireduktase muss es, ist dasselbe Name, halt dasselbe Enzym, nur anderer Name, muss es zu zweiwertigem Eisen reduziert werden und kann dann mit einem Protonen-Symport über einen divalenten Metallionentransporter oder divalenter Kationentransporter in die Zelle aufgenommen werden. Und dann selbe Spiel, entweder Ferritin gebunden oder durch Ferroportin rausgepumpt. Okay?
Wenn wir jetzt quasi, deshalb heißt es immer, dass wenn man das Ascorbinsäure die Eisenresorption steigert, weil Ascorbinsäure hilft, dreiwertiges zu zweiwertigem Eisen zu reduzieren. Gut, hätten wir das einmal. So, der Enterozyt. Wie weiß der, wie viel Eisen er sich holen soll oder nicht? Oder wie messen wir überhaupt, ob man einen Eisenmangel hat oder nicht? Wir messen im Blut Ferritin. Okay, Ferritin ist das Speichereisen und sagt uns, ob jemand genug hat oder nicht. Und der Körper reagiert immer mit einer Zeitverzögerung auf den Eisenmangel. Okay, immer so mit 3 bis 5 Tagen. Die Enterozyten leben so 3 bis 5 Tage und dann kommen neue daher. Es ist so, je nachdem, wenn dieser Enterozyt noch klein und jung ist und so heranreift, je nachdem, wie viel Eisen da herumschwirrt im Plasma, ändert sich das Expressionsmuster von diesen Enterozyten. Okay? Habe ich wenig Eisen im Plasma, wird der Enterozyt viel Enzyme, wird er viele Transporter exprimieren, viele Enzyme exprimieren und auch viel Ferroportin exprimieren. Okay? Reift die Zelle heran in einem eisenreichen Milieu, wird sie wenige Transporter und wenige Enzyme exprimieren. Okay? So immer ein bisschen Zeit verzögert. Wenn wir immer warten müssen, bis neue Zellen heranreifen. Eine Störung gibt es, die entzieht sich dieser Regulationsmechanismen. Wie heißt die? Hämochromatose, genau. Wir haben zu viel Eisen. Da haben wir quasi, das entzieht sich diesen Regulationsmechanismen. Es wird immer und immer wieder Eisen aufgenommen. Was haben wir da? Wir haben bronzefarbene Haut, Diabetes und Leberzirrhose. Diese Trias, die es da gibt. Es gibt ein sehr schönes Kapitel im Block 8 Buch, glaube ich. Gut, das haben wir schon gesagt. Das haben wir auch schon gesagt. Gut, die Anämien. Ganz grob, ganz kurz, welche Anämien gibt es? So, da. Wir haben mal Mikrozytier, ups, und Hypochrom. Dann haben wir die Normo, also Normozytär und Normochrom, und dann haben wir Makrozytär und hyperchrome Anämie. Was ist eine normozytäre Anämie? Klassischerweise? Die renale Anämie, genau, die renale Anämie. Renale Anämie ist klassischerweise eine normozytäre, wenn mir das EPO fehlt. Okay, EPO kommt ja aus der Niere. Fehlt mir das, habe ich eine renale Anämie. Eine akute Blutungsanämie ist natürlich auch normozytär. Okay? Eine akute Blutungsanämie. Erst die chronische Blutungsanämie wird mikrozytär. Also mikrozytäre Anämien haben wir einerseits die Eisenmangelanämie, sicherlich als die wichtigste Eisenmangelanämie. Eisenmangel. Dann chronische Blutungen, weil ich durch die chronische Blutung permanent Eisen verliere. Ich habe irgendwo einen Ulkus, bin ein chronischer Schmerzpatient, nehme viel Ibuprofen ein oder viel Diclofenac, was auch immer, und habe einen kleinen Ulkus im Magen, habe diesen Magenschmerzen auch, aber ich sage es niemandem, weil so schlimm ist es nicht. Das blutet immer so dahin, schön langsam, und dann verliert man viel Eisen, hat eine mikrozytäre Anämie. Oder die Anämie der chronischen Entzündungen. Chronische Entzündung ist auch ein Klassiker. Wie unterscheidet man jetzt die Eisenmangelanämie von der chronischen Entzündungsanämie? Retikulozyten,
Ja, aber im Prinzip ja, aber nicht wirklich. War ein anderer Blutwert. CRP ist mal sehr gut. CRP oder Blut senken bei chronischen Entzündungen hoch. Und das Ferritin. Ich habe das Ferritin ist ja nicht beeinträchtigt. Okay, die Ferritin ist bei der chronischen Entzündung normal, aber ich habe halt bei der Eisenmangelämie habe ich zu wenig Ferritin. Okay, und das CRP natürlich. Wie erklärt man sich die chronische Entzündungsanämie? In der Leber gibt es ein Enzym, das heißt ein Protein, das heißt Hepzidin. Und Hepzidin wird ausgeschüttet bei Entzündung oder bei Eisenüberladung. Und bei der Entzündung habe ich permanente Entzündungsprozesse mit Hepzidin ausgeschüttet. Und Hepzidin hemmt nicht die Resorption an sich, sondern es hemmt mir die Sferoportin. Okay? Hier das Ferroportin wird durch Hepzidin gehemmt. Das heißt, es ist da drinnen, aber es kommt nicht raus. Und es hemmt mir auch die Eisenabgabe in den Makrophagen. Gut. Anämie hingegen hemmt wieder das Hepzidin. Und das Hepzidin ist eben so eine Art akute Phaseparameter, wird halt bei der Entzündung ausgeschüttet, nicht wirklich, aber wird bei der Entzündung mit ausgeschüttet. Von dem her ist es sehr spannend, der Mechanismus ist halt sehr spannend. Gut, dann hätten wir noch die mikrozytäre Hypochrome, die sideroakrestische Anämie, eben die Bleianämie. Da habe ich auch das, die Sache, die ist mikrozytär und hypochrom, aber Ferritin ist normal. Okay? Und natürlich habe ich diese ganzen Spezialfälle wie irgendwelche Thalassämien, Alpha-Beta-Thalassämie oder Hämoglobinopathien oder sowas, da gibt es oder Sichelzellenanämie und sowas. Das ist auch alles eher mikrozytär. Okay. Makrozytär, Hyperchrom, was ist das für Anämien? Genau, Folsäure und Vitamin B12. Das heißt, wenn jemand kommt mit einer makrozytären Anämie, lasse ich mal Folsäure und Vitamin B12-Mangel bestimmen. Okay? Und bei Vitamin B12-Mangel kann es auch noch zu neurologischen Ausfällen, wenn wirklich eine Schwere hat, zu neurologischen Ausfallserscheinungen kommen und neurologischen Problemen kommen, weil das Vitamin B12 auch bei den Myelinscheiden eine Rolle spielt. Alkoholiker haben oft Folsäure und Vitamin B12-Mangel. Gut. So, hätten wir das einmal. Noch irgendwas? Das reicht einmal. Aber das werde ich noch 100 Mal und 1000 Mal hören, diese Anämieformen. Immer und immer und immer wieder. Aber es ist wirklich cool. Diese Hämatologie ist ja wirklich sehr spannend. Gut. Was haben wir jetzt? Eisenmangelanämie haben wir, wenn wir eine mikrozytäre hypochrome Anämie haben. Anämie ist halt immer Hämatokrit, HB oder R ist erniedrigt. Das läuft ja meistens, geht ja Hand in Hand alles. Mikrozytär und hypochrom, Eisenmangel. Dann bestimme ich das Ferritin. Okay? Ist das Ferritin kleiner 12 Nanogramm pro Milliliter, habe ich einen Eisenmangel. Ist es über 20, ist es normal. Ist es zwischen 12 und 20, intermediär. Okay, so ein bisschen Eisenmangel vorhanden, aber noch nicht so schwer. Beim Mann nehmen wir hier an, einfach 16, in dem Block wird halt 16 beim Mann als normal angesehen, 16 Gramm pro Deziliter und 14 bei der Frau. Und ihr müsst halt dann einfach, wenn ihr Fallbeispiele habt, den Eisenfehlbestand in Gramm ausrechnen können. Eh ganz easy. HB soll minus HB ist durch 4. Okay. Schauen wir uns an. Genau, die Resorption, die Eisenresorption ist halt im Mangelzustand höher als normal. Die kann sogar auf bis zu 50% steigen im Mangelzustand. Normal ist die Eisenresorption nicht so gut. Aber für die Beispiele, die es hier gibt, ich nehme immer so um die 30% an, okay? Wir substituieren Eisen 100 bis 200 Milligramm
pro Tag in 1 bis 4 Dosen. Okay? Die Resorption ist ungefähr bei 30%. Sagen wir mal 33-30%. Am besten auf nüchternen Magen. Das Problem ist nur, was sind Nebenwirkungen? Eben, wir sagen der Patientin oder dem Patienten, ja, sie haben eine Eisenmangelanämie, müssen jetzt ein paar Wochen eine Eisenkur machen, sie nehmen das Präparat ein, am besten vor dem Essen. Aber es kann sein, dass sie Bauchschmerzen kriegen, weil es reizend wirkt, dass es ihnen übel wird und schlecht und sowas und dass sie einen schwarzen Stuhl bekommen können, okay? Auch Durchfallobstipation, beides ist noch ist möglich. Sagen wir dem Patienten, der Patientin, weil sonst ist sie nimmt das Präparat, kriegt immer Magenschmerzen davon, dann setzt es ab. Okay, und wir haben noch immer die Anämie. Im Prinzip ist es so, wenn die Patienten das entwickeln, kann man ihnen auch sagen, ja, probieren Sie es ohne Essen. Wenn sie aber Schmerzen haben, nehmen sie es halt mit dem Essen ein, dann wird sie sogar aufgenommen, aber es ist besser verträglich. Ich habe formuliert auf der Notfall im AKH und da hatte ich eine Patientin, sie ist dahergekommen, war junge Patientin, sagen wir mal Anfang 20, und sie kommt und sagt, ja, sie war beim Zahnarzt und der hat ja Krone gemacht oder so ein Provisorium gemacht und das Provisorium ist runtergefallen und sie hat es geschluckt. Das hat sie so Bauchweh die ganze Zeit. Und sie will jetzt, dass wir einen Bluttest machen, ob sie eh nicht vergiftet ist. Sag ich, na, haben Sie den Zahnarzt schon gefragt, ob das giftig sein kann? Sagt sie, ja, ich habe den schon angerufen und der sagt, es ist nicht giftig, aber ich glaube dem nicht. Machen Sie bitte einen Bluttest, ob ich nicht vergiftet bin. Und dann redet man halt so weiter und fragt man halt, naja, was haben Sie denn für, was nehmen Sie sonst noch für Medikamente? Eisen. Warum? Na, ich glaube, ich habe da so Blutmangel. Wie nehmen Sie das Eisen? Na, immer vor dem Essen. Seit wann haben Sie ungefähr die Magenschmerzen? Kann das sein, dass das, da habe ich Sie quasi aufgeklärt und sie hat wirklich kurz bevor sie mit dieser, bevor dieses Geschichte mit dem Provisorium war, mit der Eisentherapie angefangen und deshalb die Magenschmerzen gehabt, okay? Das hat ihr aber kein Mensch gesagt und sie hat dann natürlich die Magenschmerzen auf das Provisorium zurückgeführt und nicht auf die Eisentabletten. Da kann man die Patientin wunderbar aufklären und sie freut sich, dass sie nicht vergiftet ist, braucht man nicht einmal einen Bluttest machen und hat ihr erklärt, dass das aufgrund des Eisen zurückzuführen ist. Schwarzer Stuhl ist auch wichtig, weil manche glauben dann, sie haben Blut im Stuhl. Dann haben sie einen schwarzen Stuhl und geben ein schwarzer Stuhl auf Google und dann kommt Melanea, oi, vielleicht hat jemand, vielleicht blute ich, aber Kolonkarzinom oder was auch immer. Dann sind sie ganz aufgelöst. Okay? Na wirklich, das ist schon wichtig, dass man die Patienten aufklärt. Und in ihrer Sorge auch ernst nimmt natürlich, ist eh klar, wenn ich keine Ahnung davon habe und ich sehe einen schwarzen Stuhl, gebe ein schwarzer Stuhl und dann steht dort Blut im Stuhl und Karzinomverdacht oder was auch immer, da ist man natürlich verängstigt als Patient. Gut, was haben wir für ein Beispiel? Der hat ein HB von 10, eh schon sehr niedrig, Soll ist 14, 10 ist, durch 4 ist 1 Gramm fehlgespannt, Fehlbestand. Wir haben die Prämisse, dass ca. 30% absorbiert werden, also sagen wir, müssen 3 Gramm substituieren. Dann nehmen wir die 3 Gramm, wir sagen, wir substituieren 200 Milligramm pro Tag, man könnte auch 100 nehmen, dann wäre es die doppelte Dauer und dann kommt quasi raus 15 Tage 200 Milligramm. Okay. Meistens macht man es aber länger, die Substitution. Und wie sehen wir, ob die Substitution erfolgreich ist? Ferritin, natürlich später das Ferritin geht rauf, aber bis das Ferritin rauf geht, zuerst die Retikulozyten steigen einmal an. Okay? Retikulozyten steigen an und das ist einmal der erste Indikator und nachher irgendwann steigt das Ferritin und wir behandeln so lange, bis das Ferritin in dem normalen Bereich ist. Was sind denn eigentlich Zeichen einer Anämie klinisch? Womit kommen die Patienten innen? Müdigkeit, Blässe, Abgeschlagenheit, ich schlafe 10 Stunden und bin ja immer müde. Und wenn man 10 Stunden schläft, bin ich auch müde, das ist schon sehr lang. Oder sind halt wirklich blass und man schaut sich so die Konjunktiven an und sieht halt quasi, okay, ist alles sehr blass und kaum Blut gefüllt. Gut. Thank you.
Naja, ich meine, das ist halt so, ich meine, die Sache kann schon sein, dass du eine chronische Blutungsanämie hast, durch eine Gastritis. Dann schaut man halt, was die Ursache für die Gastritis ist, die Schmerzmittel einnehmen. Dann schaut man, ob man das Ibuprofen durch Paracetamol ersetzen kann, wenn die Schmerzmittel notwendig sind. Oder man versucht es sowieso auszuschleichen. Man kann auch ein PPI geben, um die toxischen Wirkungen, die Gastritis abzuschwächen, weil dann reichern die sich ja weniger an, die NSAIs im Magen, im Darmepithel. Natürlich wirkt es reizend auf den Magen. Und wenn jemand eine Gastritis hat, ist eben die Frage, ob man es vielleicht, ob man nicht warten kann, ob der Eisenmangel so gravierend ist und ob man nicht sagt, nicht warten kann, bis die Gastritis ein bisschen besser ist, abgeheilt ist und dann erst. Aber bei Gastritis-Patienten, wenn man unbedingt Eisen substituieren will, warum auch immer, dann würde ich sicherlich zur Nahrung empfehlen. PPI kann man sowieso geben. Ja, na ja, das nicht, aber der Gastritis. Der PPI kann aber die Eisenresorption stören. Ja. Also bei der Eisen natürlich, wenn ich jetzt eiseninduzierte Schmerzen habe, gebe ich keinen PPI, natürlich nicht. Aber wenn ich eine Gastritis habe und deshalb chronische Blutungsanämie und deshalb Eisen substituieren muss, kann ich jetzt erst die Gastritis abheilen lassen mit PPI und dann, ja. Gut, und dann gibt es noch Intoxikationen, wie es halt bei allem gibt. Ist erstmal ja, Verätzungen und Hypothermie und lauter Zeug. Und Vernarbungen kann es halt machen. Okay. Es gibt Eisen-Chelatoren, Deferoxamin und Deferasirox. Wenn jetzt ein Kind, kann ja durchaus vorkommen, dass das Kind Eisenpräparate findet von den Eltern und sie das ganze Packerl einwirft, weil es so lustige Pillen sind, das isst man halt. Und dann muss man halt schauen, was man macht. Induziertes Erbrechen, aber induziertes Erbrechen ist ja nicht mehr so en vogue. Mit Magenspülung halt. Muss man halt schauen, aber Eisenchelatoren passen auf jeden Fall. Und was mache ich bei der Hämochromatose? Die Patienten, die eigentlich übermäßig viel Eisen resorbieren? Aderlass, genau. Also das ist sicherlich sehr altertümlich, aber es hilft. Man, wer würde halt sagen, die gehen regelmäßig Blut spenden. Gut. Bleiintoxikation. Machen wir noch kurz Blei. Ja? Wie relevant sind IV-Eisenpräparate? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn jetzt jemand wirklich, warum auch immer, keine oralen Eisenpräparate nehmen kann, oder vielleicht Resorptionsstörungen hat im Dünndarm, weil er eine Magen-OP hatte, Magen-Bypass oder sowas und sowieso lauter Elektrolyt und Störungen hat, Nährstoffstörungen hat, vielleicht dort. Aber ich glaube nicht, dass man unbedingt der Eisen IV braucht. Die CED-Patienten. Ach so, naja, ja, aber die Colitis-Patienten ist aufs Kolon beschränkt, wie der vorher schon resorbiert. Beim Crohn könnte es halt sein, aber da haben wir eher die Ileozäkalbereich, der Ileozäkalbereich, der befallen ist, da soll es auch schon wieder resorbiert sein. Man, der Rest geht schon durch. Wieder nicht alles resorbiert. Ja, aber da geht es auch primär darum, den Schub unter Kontrolle zu bekommen und erstmal First Line, dass man den Schub unter Kontrolle bekommt und mit der Erhaltungsmedikation dann quasi, schaut, aber ich bin jetzt kein IV-Eisenexperte. Gibt sicher Hämatologen, die dazu ausführlich Pro und Contra sagen können. Das habe ich vorher vergessen bei der Tuberkulose. Tuberkulose ist ein Befall dem Immunsupprimierte und man muss immer, bevor man welches Medikament gibt, muss ich checken, ob jemand eine TBC hat, eine latente. Ja, was sind TNF-Alpha-Blocker zum Beispiel? Ja, aber kennt ihr paar Namen? Infliximab, kann man sich vielleicht merken. Inflammation und TNF-Alpha ist ja der Entzündungsparameter. Also wenn man einen TNF-Alpha-Inhibitor gibt, muss man immer schauen, ob die Patienten TBC haben. Infliximab wäre sowas, Adalimumab oder Etanercept zum Beispiel. Und wer kriegt einen TNF-Alpha-Blocker? Morbus Crohn, immer gleich.
Remissionserhaltung gibt man Azathioprin, aber bei schweren Fisteln kann man TNF-Alpha-Blocker geben. Fisteln gibt man TNF-Alpha-Blocker. Und bei schwerer Rheuma, wenn Methotrexat nicht hilft, kann man es auch geben. Methotrexat ist ein Zytostatikum, wird aber auch in der Rheuma eingesetzt. Deshalb ist Methotrexat so verdammt wichtig, weil das in niedrigen Dosierungen als bei rheumatischen Erkrankungen eingesetzt wird und bei Autoimmunerkrankungen. Und da sollte man einfach viel darüber wissen, was das macht und wie das wirkt, dass man Patienten aufklären kann. Weil die glauben dann, ja, ich habe Rheuma, dann googeln sie Methotrexat und dann steht dort, Chemotherapeut wird bei Krebs eingesetzt. Aber ich habe doch keinen Krebs, wieso kriege ich ein Krebsmedikament? Und dann muss man halt den Patienten aufklären und sagen, es ist immer viel geringere Dosis, das ist, die Nebenwirkungen sind bei ihnen anders oder war ziemlich sicher nicht zu erwarten. Also man muss sich da ein bisschen auskennen damit. Gut, aber jetzt sind wir abgekommen. Blei. Bleiintoxikation. Blei in alten Rohrenfarben, Altmetallen und sowas. Also wenn man jetzt einen Maler hat und der kommt daher und plötzlich mit den klassischen Symptomen, zum Beispiel die Fallhand, Symptome sind da hinten, die Fallhand, die Bleifallhand oder eine Anämie, wo wir aber viel Ferritin finden, trotzdem eine mikrozytäre Anämie oder die Bleiblässe, dann ist die Wahrscheinlichkeit für eine Bleiintoxikation vorhanden. Wie ist das? Blei wird ebenfalls über den DMT1 resorbiert und an Eris gebunden, deshalb wir schicken Vollblutsanalyse. Es kann sich in Knochen und Zähnen ablagern. Okay, die Halbwertszeit ist über Jahrzehnte. Man kann auch so einen Bleisaum bei den Zähnen dann haben. Die Toxizität ist ähnlich zu Calcium. Es macht dem Calcium, haben wir schon gesagt, brauchen wir zur Muskelkontraktion. Zur Kontraktion brauchen wir Calcium. Und deshalb erklären sie auch ein paar Wirkungen daraus. Eben die Blutdrucksteigerung. Einerseits, wenn es nephrotoxisch ist und das natürlich die Niere nicht mehr gescheit perfundiert werden kann, steigt halt der Druck in der Niere, der Blutdruck steigt. Oder durch die Vasokonstriktion, Calcium, wie zur Vasokonstriktion, Blei wirkt ähnlich, wird zur Vasokonstriktion der Blutdruck steigt. Und hoher Blutdruck ist wieder nephrotoxisch, okay? Also Patienten mit chronischem Nierenversagen haben meistens entweder Diabetes oder Bluthochdruck. Okay, das sind Klassiker. Oder natürlich gibt es viele andere Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen oder entzündliche Erkrankungen oder Immunkomplexe, die sich ablagern können. Aber von den vermeidbaren, Diabetes ist halt blöd, nicht gescheit vermeidbar, Typ 2 schon, 1 nicht. Aber Diabetes und Hypertonika haben oft Nierenprobleme. Anämie, einerseits Bleiblässe durch die Anämie und durch die Vasokonstriktion, wenn die Haut weniger durchblutet ist. Bleikoliken, Kolik ist ein krampfartiger Schmerz, Krampf, Muskelkontraktion. Und neurotoxisch, weil es eben die Myelinscheiden stört. Wieso jetzt genau der Radialis? Die Radialis-Lähmung ist diese Fallhand. Okay. Wer jetzt hier noch lernen, da gibt es den Medianus, Ulnaris und Radialis-Lähmung, lernt sie den Neuroblock. Und die Radialis-Lähmung ist das, eine Fallhand. Kann man auch haben, wenn man blöd liegt. Okay, manche Leute, die alkoholisiert sind und schlafen, drücken sie halt während des Schlafs zu lang auf dem Radialis und dann stehen sie auf in der Früh und können die Hand nicht mehr gescheit bewegen. Ist reversibel, okay. Ein Freund von mir hatte das, war wirklich lustig, wer dann mit seiner Radialis-Hand die Bierdose genommen hat, war das immer so irgendwie. So ähnlich wie bei Scary Movie 2, da nimmt der starke Händchen. gut. Okay, die Anämie ist aber das Wichtige bei uns, weil es eine sideroakrästische Anämie, eine Verwertungsstörung, okay? Mikrozytär, aber Ferritin ist normal. Und wir haben noch ein paar Parameter, die wir messen können. Hier sieht man halt diese Synthese vom Hämolekül. Für uns ist wichtig Delta-ALA, Delta-Aminolevulinsäure, okay? Weil nämlich zweimal Delta-ALA über das Enzym Delta-ALA-Dehydratase wird zu Porphobilinogen. Und dann in weiterer Folge kommt irgendwann Protoporphyrin 9 plus Eisen wäre Hem. Und das Enzym heißt Ferrochelatase. Und Blei hemmt beide Enzyme. Das heißt,
Wenn ich das Enzym hemme, das mir aus zweimal Delta Ala Porphobilinogen macht, steigt mein Delta Ala Spiegel. Und wenn ich das Enzym hemme, das aus Protoporphyrin 9 und Eisen Hem macht, kommt kein Hem raus. Aber statt dem Eisen kann sich Zink mit Protoporphyrin 9 verbinden. Und dann habe ich eben dieses erythrozytäres Protoporphyrin, das man im Labor nachweisen kann. Okay, und Delta-Ala habe ich eben quasi im Blut und im Haar. Und dann ist es ganz simpel, man muss halt die Quelle identifizieren und eliminieren. Wenn so, man diese alten Bleifarben gibt es eh nicht mehr so oft, aber dann muss man halt schauen, ich meine, das wird auf einer Baustelle sein, wenn das wirklich ein Maler ist und nachher will es eh nicht mehr haben. Wenn man alte Bleirohre hat, gehören die ersetzt im Haus. Oder ich habe mal gehört in einer Vorlesung von einem Fall von, da war so eine Familie, die waren irgendwo im Ausland und haben dort auf so einem Bazar so einen Wasserkrug gekauft, der war irgendwie so schön. Und dann hat die Familie immer das Wasser so aus dem schönen Metall-Wasserkrug getrunken zu Hause. Und dann plötzlich haben alle solche Bleisymptomatiken entwickelt, bis man mal draufgekommen ist, ja, wo kommt das her? Weil die Rohre waren normal, da hat man verschiedene Messungen gemacht. Und dann plötzlich findet man heraus, ja, die verwenden diesen komischen Krug vom Bazar und der setzt halt Blei frei. Okay? Also lieber Glaskrüge verwenden, nicht irgendwelche Metallkrüge. Gut, Therapie, wir binden das einfach mit Natrium, Calcium, EDTA oder mit Dimercaptopropansulfan. Sulfonat, das sind die Therapiemöglichkeiten. Und die Bleiquelle natürlich eliminieren. Gut, das war's. Gibt's noch Fragen zu Blei und Eisen? Nicht? Dann also noch einmal, ich wiederhole für morgen, okay? Morgen haben wir um 9.30 Uhr, Zytostatika mit Avelino, der dann wieder fit ist. Und um 12 Uhr morgen das Team-Based Learning wie anberaumt. Gut, falls noch jemand Fragen hat, stehe ich noch länger hier. Wenn nicht, oder was wissen will über diese Lipoglykopeptide, falls nicht, schönen Samstag noch.